Und damit begrüße ich euch zurück zu Truck Driver. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir sind bei der Iona Fulari angekommen und wollen jetzt mal gucken, was bei ihr so abgeht. Werden eventuell auch erfahren, ob sie Ex-Frau jetzt vom Andre ist oder die Schwester. Ich denke ja mal die Ex-Frau, weil, wie gesagt, sie macht mit dem Konkurrenten von ihm rum. Joa. Passt ja, ne? Frau von einem Bauunternehmer, die zu einem anderen Bauunternehmer übergelaufen ist. Ja, schauen wir mal. Wir starten Iona Fiona. Ja, ich kann dich noch nicht einschätzen, bla 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 bla, kennen wir. Ich brauche einen fähigen Fahrer, jemand, der schnell und zuverlässig ist. Du hast gefunden, was du suchst. Ich bin gespannt, wie du Baumaterialien handhaben wirst. Aber zuerst helfen wir dir bei einem Umzug aus. Umzug? Genau, wir haben ein großes Teil des neuen Gebäudes fertiggestellt und zwei lokale Firmen sind bereit einzuziehen. Ich möchte, dass du ihnen dabei hilfst. Ist so gut wie erledigt. Hol deinen Anhänger bei der ersten Firma ab. Alles klar, Motor an. Machen wir hier einen auf Umzugsspediteur. Und das könnte eine Aufgabe auf Zeit sein. Kommt keiner. Da kommt keiner. Da kommen zwar welche, aber die sind noch weit genug weg. Nicht so wie der Penner in der letzten Folge, der uns die Vorfahrt genommen hat. Aber hier rein. Befestige Anhänger. Wo steht er? Da hinten. Jetzt glaube ich, bin ich ein bisschen weit. Nee, doch nicht. Oh ne, willst du jetzt echt sagen, 1 mm? Noch rüber. Ach Leute. Oh, okay. Alles klar. Was ist denn jetzt dran? Hast du ihn dran? Nein. So, jetzt. Okay, dann fahren wir mal. Ach, ich muss mal nach Viola zurückbringen. Nur. Okay. Immer diese Kleinigkeiten am Anfang. Kommt nix. Er lässt uns raus. Vielen Dank. Ich hoffe mal, wir müssen die Sachen nicht selber auspacken. Das, was hinten drin geladen ist.
die uns nicht auch noch als Packesel missbrauchen. So, wohin? Dahin? Ich nehme an, Schnauze. Ist egal, wohin. So ätzend, dass ich hier nicht aus dem Fenster lehnen kannst. Was ist das Ding denn jetzt, wo wir hin müssen? Ah, direkt vor uns. Das ist klar. Hundertprozent. Voila. Gute Arbeit. Pünktlich und präzise. Habe ich schon gesagt. Du hast den richtigen Mann. Oder? Ich hole den zweiten Anhänger sofort. Das ist die richtige Einstellung. Hier sind die Daten für dein Navi-System. Danke. Bop, bop, bop. Oh, er scheint jetzt weit weiter weg zu sein. Der Anhänger, ah ja, so viel weiter auch nicht. So viel weiter auch nicht, Herr Croft. Kommt keiner. Da kam keiner. Ach so. Tor ist auf. Ich dachte gerade, Tor ist zu. So, da steht da schon. Wenigstens gibt es hier verschiedene Anhänger. Ja, das habe ich mir gedacht, dass ich schon wieder halb drunter stehe, halb schräg. Ja, warum willst du mich verarschen? Aha. Es hat mal geklappt. Auf Rückspiegel. Jawohl. Kommt da einer? Nein. Da kommt auch keiner. Schnell rüber und hier rein. Und den einfach geradeaus hier. Ich hatte schon gedacht, den müssen wir daneben parken. Motor aus.
Du hast einen guten ersten Eindruck gemacht. Komme später wieder, wenn du Interesse an weiteren Aufträgen hast. Mission abgeschlossen. Transportgut regulär. Trophäe erhalten. Und Stein um Stein. Trophäe erhalten. Es schade, dass das nicht eingeblendet wird. Also, im Stream wird es verpixelt. Hier beim Videoclip wird es gar nicht eingeblendet. Zumindest ist mir das beim Schnelldurchlauf der ersten zwei, drei Episoden, wo ich ja mal nachgeguckt habe, ob man die Trophäen sieht, nicht aufgefallen, dass man die Trophäen sieht. So. Komm, gib mir weitere Aufträge. Doch, da hinten. Moment. Moment. Bevor wir awesome. Fähigkeiten. Tiefkühl sind wir aktuell 1. Müssen wir noch 2 Missionen machen? Alles klar. Aha. Wie viel? Wir haben 1239 PS. Alles klar. Gesperrt, 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 gesperrt. Das ist mir zu viel EP, die ich da ausgeben muss im Moment. 1000. Um den Treibstoffverbrauch noch was zu senken. Erhält einen Bonus für verdientes Geld für XP. So. Und dann nehmen wir noch fürs Geld. Da wollte ich hin. Haben wir hier eine eigene Garage? Nein, haben wir nicht. Wo ist denn hier in der Nähe eine Garage? Nirgends, nur hier unten. Oh. Oh. Ich wollte eigentlich die Karre mal reparieren, aber ne, das ist mir jetzt gerade zu weit. Ah. So, da hat er uns hier rüber geschickt. Hier rüber. Hier und dann so. Ah, alles klar. Wir müssen doch eigentlich von hier gekommen sein. Warum hat er uns nicht direkt hier so geschickt? Oder bin ich da falsch gefahren? Habe ich die Ausfahrt übersehen gehabt? Naja, okay. Nächster Stock, bitte. Du bist also der neue Fahrer, was? Mal sehen, was du drauf hast. Der neue Fahrer. Wir haben schon zusammen gearbeitet, Madame. Willkommen zurück. Mal sehen, ob du für das Baugewerbe geeignet bist. Wir sind bereit, mit dem Arbeiten am zweiten Stock zu beginnen. Ja, ich auch. Okay, und was muss ich für dich holen? Große Betonplatten. Sie müssen im Norden abgeholt werden. Dann gib mir die Koordinaten, Madame. Oh. Ich kenne die Gegend. Bin da schon mal für eine andere Baufirma hingefallen. Hahaha, jetzt kommt's. Andere Baufirma? Das kann doch nur mein Ex-Mann sein. Ich bin dann mal auf dem Weg. Jetzt sind die Anhänger auf einmal weg. Oh, was haben wir da? 5,8 Kilometer. Oh. Ja. Wir brauchen echt mal neue Reifen.
Erlaubt? Ah ne, doch, hier geht's lang. So, hier auf die Autobahn. Und dann gibt's Stoff. Ist ernsthaft beschädigt. Oi, oi, oi. Das heißt, wir sollten nach dem Auftrag doch mal wirklich nach Hause fahren, um den zu reparieren. Aber, wie heißt es so schön, the show must go on. Also müssen wir erst den Auftrag noch abarbeiten. Oh, abfahren bitte. Aha, da habe ich bestimmt die Ausfahrt auf dem Hinweg verpasst. Die richtige. Ist der mich so durchs Kreuz geschickt hat. Oh, ein bisschen schnell dafür. Abfahren? Nein. Der ist aber an uns vorbeigeflogen. Mutig, mutig. Also nicht, dass er wegen der Schnelligkeit mutig war, sondern so dicht nah an uns vorbei. Warum schickt er uns denn jetzt gleich wieder zurück? Navi, wie schickst du uns denn hier, ey? Ach so, ja, okay. Ich verstehe. Der bremst ja fast gar nicht mehr. Die Reifen, die scheinen vollkommen abgenutzt zu sein. Boah. Muss ja 3 Kilometer vorher anfangen zu bremsen. Junge, Junge, Junge.
Ich hatte vor gerade einen Blinker angemacht. Okay, bei unserem Zielort können wir auch schlafen. Das ist sehr nice. Moment, müssen noch hier um die Kurve. Ecke rum. So, und jetzt kommen wir hier drauf. Zack. Ja, ja, den befestigen wir. Erst schlafen wir eine Runde. Yep. So, dann fahren wir noch den eben befestigen und danach ist die Folge auch schon wieder rum. Der Timer ist gerade gegangen. Ich bedanke mich für euer Interesse, wünsche euch alles Gute und wie gesagt, denkt an die Hygiene im Moment, auch wenn euer Landkreis vielleicht noch momentan nicht betroffen ist. Ihr wisst nicht, wer kommt aus einem betroffenen Landkreis und so weiter und so fort. Deswegen, bei uns hat auch keiner gedacht, dass wir mal Speerspitze des Eisbergs sein werden. Nee, nee, das gibt diesmal nichts. Aber halt, es geht schneller wie gedacht. Und vor allen Dingen, es weiß keiner, wer dieser sogenannte Patient Null war, der bei uns alles ins Rollen gebracht hat. Wird man auch nie rauskriegen. Hey, und wieder auf Rückspiegel. Ich bin im Norden. Mein Name, was? Dein Name ist Ofuna, richtig? Weißt du, dass diese andere Baufirma, die ich erwähnt habe, könntest du dich bitte beeilen? Wir können uns wirklich keine Aufschübe leisten. Es geht um sehr viel. Ja, tut mir leid, mein Fehler. Ich bin so schnell es geht wieder zurück. Besten Dank. Aber, meine Freunde, wie gesagt, das erst in der... Oh. Da lief ein Timer ab, habt ihr das gesehen? Schließt den Auftrag in 10 Minuten ab. Wie gesagt, das erst in der nächsten Folge. Ja, ich sag jetzt nur noch, ich habe schon genug gesagt. Arrivederci, winke, winke und goodbye. Euer, dein Aiden Croft.